Im Rahmen einer Bezirkstour stattet der Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer der Kinderkrippe Irtning einen Besuch ab. Diese wurde erst kürzlich umgebaut und erweitert. Das Bauvorhaben wurde relativ rasch umgesetzt, damit man der immer größer werdenden Nachfrage nach Betreuungsplätzen gerecht wird. Wir haben im Mai 2020 damit gestartet mit dem Projekt und ja, im September 2020 war eigentlich schon der Einzug. Es ist wirklich sehr rasch gegangen und ja, wir haben tipptopp neue Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt gekriegt. Dadurch, weil wir jetzt zwei Gruppen haben, ja, haben wir mit der Platzvergabe eigentlich überhaupt kein Problem mehr. Somit können wir alle Kinder gut unterbringen. Seitens der Gemeinde freut man sich über die gelungene Umsetzung der Erweiterung. Ganz besonders freut uns natürlich auch, dass wir dieses Angebot für unsere Jüngsten haben, zur Entlastung der Familien, zur Entlastung der Mütter, damit Familie und Beruf in Einklang zu bringen ist. An diesem Tag begeistern die großzügigen Räumlichkeiten und der Garten, der zum Toben und Spielen einlädt und in dem man sogar eigenes Gemüse heranzieht. Festlichen Charakter hatte der Besuch des Landeshauptmanns und man hat an diesem Tag gemerkt, wie wichtig es ist, in die Zukunft bereits frühzeitig zu investieren. Wir haben mittlerweile 304 Kinderkrippen, das auch in Gemeinden, die kleiner als Irtning sind, weil der Bedarf ist. Es ist sehr gut gelungen, es ist eine wahnsinnig schöne Räumlichkeit geworden, sehr lichtdurchflutet, hell, stimmig, genau kindergerecht und modern, so wie man es sich für eine Kinderkrippe wünschen würde. Hier in Irtning ist Großartiges geschaffen worden. Es gibt Kinderkrippen, es gibt Kindergärten, es gibt die Volksschule, es gibt die neue Mittelschule. Und das ist ja mittlerweile ein großer Ort, das ist keine kleine Gemeinde. Ich bin dankbar, dass es diesen Zusammenhalt gibt, auch mit dem Bürgermeister und den Vereinen. Denn das ist die Grundlage für die Gemeinschaft. Als Zeichen des Dankes haben sich die Kinder etwas ganz Besonderes überlegt und ihren Landeshauptmann ein Geschenk überreicht. Wie wichtig es ist, auf den steigenden Bedarf an Betreuungsplätzen zu reagieren, hat man in der Gemeinde Irtning erkannt und den Kindern der Gemeinde einen wunderschönen Platz geschaffen.